Also die Schwierigkeiten sind bei beiden Seiten zu sehen, sowohl bei dem Auftragnehmer als auch bei dem Auftraggeber. Die ausschreibenden Firmen wissen meistens gar nicht genau, was muss ich denn eigentlich reinschreiben, damit ich eigentlich den Flug so hinbekomme, dass ich denen auch den entsprechenden Anforderungen Genüge tut. Und die Firmen, die nachher solche Anforderungen bekommen, sagen, ja, das lohnt sich für mich auch gar nicht wirklich, hier an dieser Ausschreibung teilzunehmen, denn offensichtlich kann da gar nichts Vernünftiges bei rauskommen. Also man sieht auch, dass die Firmen mit solchen Sachen durchaus ihre Schwierigkeiten haben. Die müssen auch in gewisser Weise dann mit den Behörden zusammen, die erstmal auf den gemeinsamen Stand irgendwo hinbekommen, dass man also versucht, also ein gegenseitiges Lernen ist jetzt erstmal angesagt, eine Lernphase auf beiden Seiten, und ich hoffe mal, dass diese Lernphase irgendwo vorbei ist und dass man sich dann auf der Grundlage solcher Standards ein gemeinsames, vernünftiges Produkt nachher dann zu guten Preisen auch hinbekommt.